Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, aus der inneren Stille heraus haben wir die größte Kraft. Innere Stille erreichen wir zum Beispiel während der Meditation. Und das ständige Trommelfeuer der Gedanken, das ist die Machtgrundlage der Satanisten. Sie halten uns ständig im Denken gefangen. Aber was ist das Denken? Das Denken ist die Machtausübung der Satanisten. Denn solange wir denken, befinden wir uns nicht im Hier und Jetzt. Denken bezieht sich zumeist auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit. Aber am seltensten bezieht es sich auf das Jetzt. Worüber sollten wir im Jetzt denken? Über gar nichts. Und das ist Meditation. Im Hier und Jetzt über nichts denken. Und das ist Macht und Kraft. Und davor haben die Satanisten die allergrößte Angst, dass wir im Hier und Jetzt erwachen. Deswegen haben sie auch so unheimlich großen Aufwand betrieben, Geld, Internet, Bildung, Ausbildung und die Produktion von Kameras, die nicht scharf stellen. All das hier ist eine riesige Falle, aus der wir mit Gleichmut herauskommen. Erst wenn uns alles egal ist, dann kommt die Freiheit von selbst, Gelassenheit. Sagt sich leicht, lebt sich schwer, gar keine Frage. Deswegen meine Bitte, jeden Tag ein paar Minuten zu meditieren. Nicht visualisieren, das ist ein anderes Paar Schuhe. 2 bis 5 Minuten visualisieren ist ganz großartig, weil das die Zukunft massiv verändert, zum Positiven. Aber meditieren bedeutet, im Hier und Jetzt zu erwachen. Im Hier und Jetzt erwachen. Immer nur das ewige Jetzt.